Generali Schweiz hat mit den SMAs zusammen das Musikprogramm SMA Kids ins Leben gerufen, weil, wie wir alle wissen, ist Ausbildung die beste Versicherung, die man fürs Leben haben kann. Und dementsprechend ist es nicht zu früh, um in Ausbildung zu investieren. SMA Kids ist für uns sehr wichtig für Swiss Music Awards, weil wir mit SMA Kids Kinder schon ganz früh auf dem Weg der Musik begleiten wollen. Wir wollen die Weichen legen für Kids, dass sie sich schon im Kindesalter für Musik anfangen zu begeistern. Und dazu eignet sich unser SMA Kids Format unglaublich gut. Zusammen mit Generali haben wir das Programm jetzt aufbauen und haben eine wunderschöne Serie jetzt eigentlich können miterleben und sehen, wie die Kinder auch begeisterungsfähig sind und am Schluss glaube ich auch die Energie und die Emotion aus der Musik mitnehmen. Ich bin heute hier, weil ich mich schon sehr lange für Gesang interessiere, aber mich eigentlich noch nie getraut habe, von einer Person zu singen. Und da habe ich halt gehofft, dass ich jetzt heute mich heute überwinden kann. Und es hat sehr gut geklappt. Was mich seit Generali am meisten an dieser Initiative erfreut, ist, was wir jetzt auch in den Workshops gesehen haben. Wir haben 300 strahlende Kinderaugen. Und die sind mega begeistert. Die gehen hier, am Anfang sind sie alle noch so ein bisschen scheu und plötzlich blühen sie auf, sie entdecken sich, sie werden laut, sie machen mit, sie sind total aktiv dabei und das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Was natürlich mir auch sehr wichtig ist, ist die Erfahrung, die sie haben können sammeln. Also jetzt nicht nur das Wissen, sondern auch die Erfahrungen, selber Musik machen, selber vielleicht, eben was es bedeutet, in einer Band zu sein. Was es bedeutet, eben miteinander ein Instrument zu spielen und dass es dann eben den Song dann gibt. Ja, das ist nicht nur ein One-Shot, was wir hier machen mit SMA Kids. Mit SMA Kids haben wir ein Format entwickelt, das wir eben längerfristig machen können, über mehrere Jahre aus. Das haben wir jetzt dieses Jahr gestartet mit Generali und mit Blick. Und wer weiß, da haben weitere Musiker sicher auch noch das Potenzial und die Möglichkeit, können in die SMA Kids-Serie mit aufgenommen zu werden. Es war cool, als der Blick kam und er hat sozusagen eigentlich den Song mitgenommen. Hinter all meinen Augen liegen Zeichen vor der Zeit. In Formen und Farben, als Gesicht, das Leben schreibt. Das war für mich sehr eine emotionale Sache, all die Kinder können sehen, das Leuchten in diesen Augen. Und ich glaube, wir haben das gut gemeistert, das Ganze. Wir haben Blick als musikalischen Mentor für die ersten SMA Kids gewählt, weil er eine sehr ähnliche Vergangenheit hat. Er musste sich alles selbst erarbeiten. Und wir wollten natürlich jetzt mit diesem Programm es schaffen, auch in Zukunft eine Foundation zu finden, um nachhaltig Familien und Kinder, die diese Unterstützung benötigen, vor allem in der musikalischen Erziehung, weiterhin zu fördern. Also ich finde den Song Narbe, den Blick geschrieben hat, absolut treffend. Absolut treffend für das, für was wir auch als Versicherung stehen. Generali versichert das echte Leben und im Leben geht es nie nach Plan. Das Leben passiert dort, wenn ich andere Pläne habe. Und dementsprechend falle ich auf meinem Weg zum Ziel irgendwie häufig einmal um, muss wieder aufstehen, habe eine Narbe, mach weiter und so erreiche ich mein Ziel. Wenn wir dann den Song im Kasten haben, dann freue ich mich darauf, den am 5. Oktober zu releasen. Und wir werden die Einnahmen von dem Song «The Human Safety Net Switzerland» zukommen lassen, das ist eine Stiftung von Generali, wo das wiederum in weitere Nachwuchsförderungsprogramme investiert, das Geld. Und das ist eigentlich so ein sehr schöner Zyklus, der da vonstatten geht. Es ist von Kind für Kind. Heute ist der letzte Tag unserer SMA Kids bei Generali Workshops und wir freuen uns jetzt natürlich sehr, ganz zeitnah in die Songproduktion einzusteigen, um dann auch für unseren nächsten Step, nämlich das Musikvideo, den Song parat zu haben. Und das Musikvideo werden wir im Rahmen des Zürich Filmfestivals bei dem Workshop ZFF 4 Kids
auch wieder mit Kindern Blick zusammen produzieren. Das Ganze wird dann am Ende des Zürich Film Festivals bei der Award Night zum ersten Mal präsentiert und ist danach auf sämtlichen Streaming-Portalen, Download-Portalen, YouTube und so weiter verfügbar. Und wir freuen uns natürlich und hoffen sehr auf viele Downloads, viele Streamings, Spenden, damit wir im Rahmen der Human Safety Net Stiftung auch wieder im nächsten Jahr dieses Programm machen können, weiter ausrollen können, vielleicht vergrößern können, in viel mehr Städten parat sein können. Und das wäre natürlich so unser großer Wunsch.